Leute, mein Herz schlägt 1, 2, 4, 5, 3 und genau deshalb habe ich ihn heute für euch mit dabei, den Audi TTRS in der Iconic Edition. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, ihr dann bleibt jetzt gerne dran, abonniert ja auch den Kanal und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, sprechen wir erstmal über die Limitierung und ja, es gibt leider nur 100 Stück von dieser Variante, aber gute Nachricht, insgesamt werden die ja in 8 verschiedenen Ländern in Europa verkauft und die 1 und die 100 gehen nach Deutschland, also falls ihr darauf Bock habt, auf jeden Fall schnell sein. Jetzt sprechen wir aber über die Historie des TTs, den gibt es seit 1998 bei uns auf dem Markt. 2014 kam dann die dritte Generation auf den Markt, 2018 dann die Modellpflege. Ja, und seit 2019 wissen Jan und ich, dass es den TT nicht mehr geben wird. Wir waren super traurig, aber heute ist ein schöner Tag, denn ich darf euch die letzte Sonderedition vorstellen, die es jemals geben wird. Wenn wir jetzt über die Wettbewerber sprechen, ist das unter anderem eine Supra GR, also Toyota Supra GR, beziehungsweise eben ein BMW M2. Und jetzt schauen wir uns den von vorne an und erstmal wichtig zu verstehen ist, alle 100 Varianten sehen immer gleich aus und alle 100 Varianten haben jetzt hier eben dieses Nardo-Grau. Und ich persönlich liebe diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe bei Audi. Warum? Die hat eine schöne farbliche Spreizung, je nachdem ob Schatten auf dem Auto ist oder eben Sonne, sieht das total anders aus, entweder sehr hellgrau bzw. sehr dunkelgrau und vor allem sieht das so ein bisschen aus wie so ein Mattlack. Hier vorne dann riesengroßer Single Frame, in der Mitte dann eben Klavierlack, außen dann in so einem matten Schwarz gehalten, was nochmal einen schönen Kontrast gibt. Und das Quattro hier unten ist in einer Titanfarbe, was ich ganz gut passend eben zu der Außenfarbe finde. Von vorne, wenn wir uns den jetzt angucken, fällt erstmal auf, dass die Leute von Audi und die Ingenieure den in einen Windkanal gepackt haben und aerodynamisch optimiert haben. Bedeutet, wir haben jetzt hier vorne erstmal einen riesengroßen Frontsplitter in einem Klavierlack, wir haben jetzt hier einen riesengroßen Schlund, kleines Carbonteil und an den Seiten eben nochmal jeweils zwei Flicks. Sieht nicht nur gut aus, sondern ist eben auch gut für die Aerodynamik. Serienmäßig LED-Leuchten, optional gibt es jetzt hier das Matrix-LED-Licht und das ist hier immer mit dabei bei der Sonderedition. Das ist quasi immer volle Hütte bei der Sonderedition. Was alles drin ist, werden wir gleich auch noch besprechen. Erstmal in die Seite gehend, 4,20 Meter lang, 1,83 Meter breit, 1,34 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,50 Meter. Immer Allrad angetrieben, ist ein Quattro, ist ein Audi. In der Lamellenkupplung kommt eben die Kraft von vorne nach hinten. Und wir haben hier eben immer eine Progressivlenkung mit dabei und adaptive Dämpfer. Bedeutet volle Hütte. Von hinten habt ihr ihn jetzt schon grob gesehen. Wir werden gleich noch über das Heck sprechen. Erstmal hier, Iconic Edition steht jetzt hier in der kleinen, dunkel abgedunkelten Fläche. Hier dann auch unten nochmal Verbreiterung der Seitenschweller. Und wir haben jetzt hier spezielle Felgen, 20 Zoll Felgen und auch hier normalerweise eben rot lackierter Bremssattel, hier immer in einem Schwarz. Die Felgen gibt es jetzt auch nur in dieser Sonderedition. Finde ich wirklich mega cool. Und wenn wir jetzt gemeinsam über die Spiegelkappe gucken, seht ihr, dass die hier ebenfalls in einem Schwarz lackiert ist, passt natürlich zum ganzen Look. Und hier das ganze Heck fällt eben nochmal coupéartig ab. Auf der Rückbank sitzen ist nicht so bequem, schauen wir uns dann aber gleich noch an. Hinten fällt auf, riesengroßer Heckspoiler. Der TTS hat ja eigentlich immer einen Heckspoiler, hier aber nochmal überdimensioniert, gibt einen guten Anpressdruck, werden wir auch gleich bei der Fahrt drüber sprechen. Hier alles schwarz gehalten, TTS steht hier nochmal drauf. Extrem großer Diffusor und auch hier unten nochmal sehr viel Carbon. Die Sportabgasanlage, die normalerweise 1000 Euro Aufpreis kostet, ist hier auch mit drin und mit dabei. Und ihr seht jetzt hier auch an der Seite eben wieder diese Elemente, die einerseits für die Aero gut sind, andererseits auch scheiße gut aussehen. Ich muss es einfach sagen. Tankkappe bleibt jetzt hier immer mit dabei, ist natürlich TT-typisch, kann man jetzt hier auch einfach auf- und zu machen. TT steht jetzt hier auch drauf. Das ist jetzt der einzige optische Bruch, dass wir da jetzt ein Silber haben. Stört mich aber nicht, für mich gehört das zu einem TT. Wenn wir jetzt über die Leuchten hinten sprechen, haben wir jetzt hier sehr viel was passiert. Einerseits haben wir hier so 4 Elemente, die wirklich rausbrechen. TT steht auch nochmal drin. Geht hier jetzt auch schön um die Ecke. Und ich mag bei Audi die Leuchten nicht nur, weil sie technisch gut sind, sondern weil sie auch immer gut aussehen. Und jeder Audi hat eben seine eigenen Leuchten, dass man die auf jeden Fall auch von Weitem erkennt. Wenn wir jetzt über den Kofferraum sprechen, seht ihr, sehr hoch angeschlagen, sehr viel Platz auf jeden Fall. Und erstmal zeige ich euch vielleicht, wo hier die Hutablage reingeht. Ist nämlich mega cool, weil die ist noch teilweise so gewölbt, schmiegt sich auf jeden Fall so rum, Jessie, upsie.
schmiegt sich auf jeden Fall hier auch nochmal ins Auto. Ihr seht, passend eben zur Rückbank. Und wir haben jetzt hier so ein kleines Netz, womit wir was verstauen können, falls wir ein bisschen schneller fahren, was natürlich immer praktisch ist. Und hier noch einen doppelten Ladeboden. Könnt ihr auch nochmal euren Schnickschnack verstauen. Kleiner Nachteil bei dem Auto ist tatsächlich, man hat hier halt eine krasse Ladekante. Ne? Wenn man jetzt hier irgendwas reinhebt, muss man sich wirklich hochheben, muss es auch hier reinmachen. Aber Jan macht das meistens und dann bin ich auch happy. Hier seht ihr jetzt, die Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Kamera nach hinten haben wir jetzt hier auch. Und falls ihr die Rückbank umklappen wollt, könnt ihr das hier einfach von der Seite machen. Mit so einem Druck nach hinten und dann schnellt es eben vor. 300 bis 700 Liter Fassungsvermögen haben wir jetzt hier. Auf der Seite mache ich es vielleicht auch nochmal. Nehme das jetzt hier auch raus. Und hier seht ihr jetzt auch, man kann auf jeden Fall super viel eben transportieren. Jetzt machen wir hinten zu. Nicht elektrisch, sondern ich kann hier reinfassen und vor allem so zu machen, nicht hier am Spoiler anfassen, das ist eine Todsünde. Und ich zeige euch jetzt noch ganz kurz die Rückbank. Das ist jetzt vielleicht nicht die bequemste Position, aber gehört bei so einem Review dazu. Und ich habe mir tatsächlich mal überlegt, ob ich mir so ein TT kaufen möchte. Und daran hat es dann letztendlich gescheitert, denn ihr werdet jetzt gleich sehen, das sind tatsächlich nur Notsitze und das muss man wissen. Und ich habe des Öfteren einfach Freunde mitgenommen. Ich kann jetzt hier hinten ganz gut sitzen, aber wenn ich mir vorstelle, dass Jan jetzt hier ein bisschen schneller fährt und ich mir den Kopf hier anstoße, dann wird es doch ein bisschen unbequem. Nach vorne hat man auch relativ wenig Platz. Der Sitz ist auf meine Größe eingestellt. Also ihr seht, man braucht kleine Füße und kurze Beine, um hier hinten sitzen zu können. Jetzt komme ich hier mal wieder raus. So elegant, wie es geht. Und wir machen vorne mal die Motorhaube auf und sprechen über die Leistungsdaten. Und wichtig zu verstehen ist jetzt hier, an den Leistungsdaten hat sich bei dieser Iconic Edition nichts geändert. Aber wir machen den jetzt hier erstmal auf. Ihr seht, serienmäßig jetzt hier immer mit dabei die Carbonabdeckung. 1, 2, 3, 4, 5 Zylinder haben wir jetzt hier natürlich mit einer Zündreihenfolge von 1, 2, 4, 5, 3. Deshalb schlägt mein Herz auch so. Ich liebe diesen Motor, wurde auch ganz, ganz oft eben zum besten Motor des Jahres gekürt. Darum ist Audi auch sehr stolz darauf. Ist unter anderem eben im TTRS verbaut, im RS3 oder eben auch im RS Q3. 400 PS, 480 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der fährt jetzt immer 280 km/h vor Max und ist vor allem in 3,7 Sekunden auf 100. Was wir jetzt gemeinsam machen, ist den Innenraum anschauen. Dann fahren wir eine Runde. Ich hoffe, ihr habt Lust und ich würde sagen, ihr kommt jetzt einfach mal mit. Innes, wer drin ist, ich zeige euch jetzt den Innenraum. Und als allererstes fangen wir mit den ganzen Iconic Edition spezifischen Dingen an. Und ihr seht schon bei mir im Nacken und auch im Sitz, wir haben jetzt hier dieses Calendula Gelb drin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hier erstmal RS in diesem Gelb, Iconic Edition steht nochmal drunter gestickt. Und wir haben jetzt hier auch diese Audi-typische Wabenbemusterung. Außen eben so ein feiner Ballleder, innen eben Alcantara, sehr breit gepolstert und vor allem, ihr habt es hinten gesehen, das ist auch so teilweise ein Schalensitz eben. Unten haben wir auch nochmal die Möglichkeit, dieses Element nach vorne zu schieben. Sehr bequem und vor allem auf beiden Seiten eben auch elektrisch einstellbar. Hier hinten seht ihr jetzt, ist gar nicht so viel Platz für die, die hinten sitzen wollen. Das muss man wissen, ist ein Nachteil bei dem Auto. Aber für mich persönlich ist es eher so ein Zweisitzer plus eine Option, meine Notfallsache mitzunehmen. So, jetzt machen wir hier den Schwenk übers Cockpit und das ist sehr TT-spezifisch hier drin. Das sieht nicht aus wie irgendein anderer Audi. In die Tür und da seht ihr jetzt, wir haben eine schöne Polsterung für die Armauflage, wieder diese gelben Elemente und vor allem eben Alcantara, rahmenlose Scheiben. Richtig, richtig nice. Einstiegsleiste ist auch mit dabei, inklusive eben auch einer Fußmatte, die noch teilweise eben mit diesem gelben Stitching versehen ist. Sehr schöner Innenraum, sehr stimmig hier gestaltet, wie ich finde, in dieser Edition. Und hier an der Seite haben wir jetzt überall, wo das Knie das Fahrzeug berührt, auch nochmal eine Polsterung mit Leder bezogen, wieder gelbes Stitching und sehr gut zwei Cupholder. Hier ist ein Cupholder und wenn ich das hier hoch mache, befindet sich der zweite hier. Bedeutet, wenn Jan und ich morgens unseren Kaffee trinken, muss nicht einer den die ganze Zeit in der Hand tragen, sondern wir haben eben die Möglichkeit, beide hier zu haben. Und dieses Element hier kann man auch nach vorne schieben, ganz praktisch. Ich persönlich komme aber gar nicht so einfach da dran, vielleicht auch einfach, weil mein Arm zu kurz ist. Was wir jetzt als nächstes machen, ist den Jan mal reinholen und wir sprechen jetzt über das Lenkrad. Und das ist jetzt sehr individuell einstellbar. Ich kann das zu mir ziehen, ins Auto drücken, nach oben und nach unten schieben, habe sehr schnell eine Sitzposition gefunden. Unten abgeflacht, komplett hier mit Alcantara, wieder gelbe Nähte, das zieht sich hier überall durch. Gelbe 12 Uhr Markierung, was ich auch sehr schön finde und auch die Hutze hat hier oben dann nochmal ein bisschen gelb. Und wenn wir jetzt über das Lenkrad sprechen, ist das hier halt krass, denn wir haben den Start-Stop-Knopf hier. Wir haben hier die verschiedenen Drive-Modes, die man einstellen kann, also Komfort, Auto, Dynamic und Individual. Und was kann man bei Individual alles einstellen? Motor, Getriebe, Dämpferregelung, Lenkung, Quattro und auch den Motorsound.
Was ich gut finde, weil man den auch auf leise stellen kann, einfach wenn man so in der Nachbarschaft unterwegs ist. Wenn wir jetzt uns die View-Taste hier angucken, haben wir zwei verschiedene Ansichten, wie wir da vorne das Cockpit uns anzeigen lassen können. Ich persönlich mag die hier am liebsten. Und ja, hier vorne haben wir auch direkt dann nochmal das Menü, welches wir gemeinsam durchspielen können. Und wir haben jetzt hier beispielsweise Einstellungen, wir haben Audi Connect, wir haben hier dann auch nochmal die Karte, die wir uns anschauen können und vorne perfekt reinmachen können. Das ist persönlich meine Lieblingsansicht, weil ich habe einfach die komplette Übersicht nochmal. Kann hier aber wieder zurück und bei der Navigation ist es ganz interessant, denn ich kann hier unten mit diesem Element schreiben. Schaut mal. S. E. E. Das ist praktisch, weil da muss man jetzt nicht irgendwie eintippen oder so, sondern kann das halt hier sehr intuitiv wie auf so einem iPad oder so ganz easy machen. Wir haben hier noch Telefon mit dabei, Medien, Radio, haben den Klang und hier eben dann auch nochmal die Fahrzeugeinstellungen für alles, was das Herz begehrt. Also eine Reifendruckanzeige, hier dann auch nochmal Leistung und Drehmoment in der sportlicheren Anzeige und hier dann eben auch nochmal die G-Meter. Gangwallhebel. Auch mit diesem schönen Schaltsack, hier auch nochmal gelbe Stitchings und da oben seht ihr es, die Limitierung 000 von 100. Hier haben wir jetzt eben noch ein Vorserienmodell, da wird aber in Zukunft eben eine 1, eine 2, eine 3 oder eine 4 eben stehen, je nachdem, welche Variante ihr habt. Hier ist dann auch noch der Knopf eben für den Motorsound, Standard oder eben Sport und ich würde sagen, den probieren wir jetzt aus. Wir fahren jetzt gemeinsam los, wir starten jetzt den Motor, ich hoffe, ihr habt Lust und kommt mit. Wir fahren jetzt endlich gemeinsam los und erstmal starten wir hier unseren TTRS und hören uns jetzt mal den Sound an. Wir sind schon mal hier im P, machen jetzt hier noch den Motorsound auf Sport. Dynamic ist auch schon eingeschalten. Und jetzt drücke ich mal aufs Gas. Klingt schon mal sehr gut. Rückfahrkamera möchte ich euch auch zeigen. Die ist normalerweise nicht serienmäßig mit dabei, in diesem Paket aber schon. Und jetzt fahren wir gemeinsam los und als allererstes gibt es erstmal eine Beschleunigung. 3,7 Sekunden auf 100 habe ich euch ja schon angeteasert. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich drücke ganz lässig aufs Gas, Bremse drücken und los geht's. Bremse, Achtung. Greift auch sehr gut zu. Okay, und jetzt sprechen wir darüber, was kann dieses Auto eigentlich? Erstmal merke ich direkt beim Fahren, dass wir jetzt hier, vor allem wenn wir jetzt beispielsweise in eine Kurve schneller fahren, deutlich mehr Anpressdruck haben. Das liegt natürlich an den aerodynamischen Optimierungen, andererseits aber an der riesengroßen Pommes-Theke, die ihr da hinten auch seht. Und ich finde es großartig, sobald ich da nämlich hinten in den Spiegel gucke, begrüßt die mich, aber andererseits sehe ich da hinten quasi auch gar nichts mehr raus. Ich persönlich finde es aber sehr, sehr cool. Man muss sich aber auch wirklich aktiv dafür entscheiden. Wenn wir jetzt über die Lenkung sprechen, dann ist die jetzt hier vor allem im Dynamik halt extrem direkt. Wir haben ein Alcantara-Lenkrad, was für mich persönlich auch sehr, sehr gut auf der Haut ist. Ich stehe ja total aufs Alcantara, vor allem hier oben dann auch nochmal in Kombination eben mit diesem, es ist kein Stoff, aber auf jeden Fall eben nochmal ja, so ein Mikrofaser. Wenn wir jetzt hier runterdrücken, sind wir in der S-Gasse. Bedeutet, dass die Schaltzeiten schneller sind und der ein bisschen höher dreht. Damit haben wir dann einfach nochmal ein bisschen mehr Drehzahl. Und das probieren wir jetzt auch einfach mal noch aus. Gehen hier nochmal runter auf die Straße. Und ihr hört jetzt auch, okay, der schaltet ein bisschen später. Heißt, man kann das sich auch einfach ganz easy im Alltag nochmal einstellen. Drive Select Knopf lässt sich hier super einfach erreichen. Und was ich an Audi mag und vor allem hier an dem TTRS, wir haben eine extreme Spreizung zwischen sehr komfortabel und sehr dynamisch. Wenn ich jetzt nämlich im Komfort bin und hier vorne vielleicht auch noch den Motorsound auf Standard mache, hört ihr schon direkt, auch wenn ich mal ein bisschen aufs Gas drücke, der ist nicht mehr so laut, der ist nicht mehr so brachial und damit schafft es dieses Auto eben einerseits für den Alltag gut zu sein, andererseits aber eben auch für den Track. Das ist auch ein Track-Tool, aber kein Supersportwagen. Wenn wir uns nämlich im Vergleich beispielsweise den R8 angucken, der quasi nochmal 10 Zylinder hat und auch deutlich mehr PS, wäre das für mich zu krass im Alltag. Der hier wäre aber für mich auf jeden Fall umsetzbar. Und wenn wir jetzt hier vielleicht mal auch über die schöne Optik sprechen, haben wir jetzt hier wieder diese schöne 12-Uhr-Markierung. Das heißt, egal wo ich lenke, weiß ich auch immer, wo das Lenkrad eigentlich steht. Und ich kann hier auch mitschalten, habe da hinten dann eben für die 7-Gang-Automatik, das ist ein Doppelkupplungsgetriebe, auch nochmal so Schaltpedale. Die hätte ich mir aber ehrlich gesagt eher in so einem Aluminium gewünscht, statt eben in so einem Plastik. Fahrwerk lässt sich in drei verschiedenen Stufen einstellen, kann man jetzt hier vorne eben draufdrücken. Und wenn ich jetzt hier auf Individual gehe, seht ihr dann eben Dämpferregelung, Dynamic, Auto oder eben Komfort. Ich gehe jetzt mal auf Komfort, weil wir gehen jetzt gemeinsam hier noch uns den Wendekreis anschauen. 11 Meter ist der groß und das ist vor allem für die Stadt eben super. Der ist sehr wendig, hat ja auch einen kurzen Radstand.
Und das Großartige ist aber, dass wir hier ein sensationelles Leistungsgewicht haben von eben 1470 Kilo auf 400 PS, was wirklich super viel Spaß macht. Das merkt man halt auch eben sofort auf dem Track. Dann fahren wir jetzt hier weiter los und dann sprechen wir vielleicht noch über den Quattro. Den haben wir jetzt hier mit dabei. Bedeutet Allradantrieb. Wir haben hier immer eine Progressivlenkung serienmäßig mit dabei. Und mit einer Lamellenkupplung geht eben die Kraft von vorne nach hinten bei diesem Quattro. Was wir jetzt aber machen, ist gemeinsam zurückfahren und dann gibt es noch ein Fazit. Ich hoffe, ihr habt Lust und kommt mit. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe total gemischte Gefühle gerade, denn einerseits bin ich super traurig, den TT wird es nicht mehr geben. Andererseits bin ich total euphorisch, weil ich ihn heute noch mal fahren durfte und ich bin froh, dass ihr heute mit dabei wart. Jetzt sprechen wir aber erstmal darüber, wie finde ich denn die Iconic Edition? Super hot, oder? Der sieht richtig heiß aus. Ich finde den sehr, sehr schick. Wir haben super viele aerodynamische Anpassungen, die man auch beim Fahren gemerkt hat und vor allem im Innenraum dieses Gelb, was ich hot finde. Wenn wir jetzt aber über die Preise sprechen, beginnt der TT bei 40.000 Euro, der TTRS beginnt bei ungefähr 70.000 Euro und diese Sonderedition, ja, beginnt bei 113.050 Euro. Das ist quasi doppelt so viel wie der TTRS, ist sehr, sehr viel Geld, aber vielleicht ist es ja ein Sammlerstück und auch sehr wertstabil. Was ihr auf jeden Fall mal machen könnt, ist hier den Kanal abonnieren. Hier gibt es nämlich jeden Montag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, Freunde! We'll be right back.